Immer verrückter, immer gefährlicher, immer niveauloser. Wie weit darf das Fernsehen wirklich gehen? Und warum ziehen Superstar-Sendungen, gefakte Dokuserien und Ekelprogramme in der Primetime eigentlich ein Millionenpublikum an? Wie ist es tatsächlich um die Qualität im deutschen Fernsehen bestellt? Ob in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner am vergangenen Donnerstag oder bereits auf den Medientagen 2010 in München. Die Debatte um die Qualität von Fernsehsendungen ist ein wichtiges Thema, dem sich auch die Medienbranche selbst offen stellen muss. So verglich Peter Buttgust, Intendant des SWR und bis zum Jahresende 2010 Vorsitzender der ARD, Anfang Dezember die Programmangebote der Öffentlich-Rechtlichen mit denen der privaten Konkurrenz. Wenn Sie sich anschauen, womit unsere kommerzielle Konkurrenz Quote macht, dann ist das, glaube ich, ein deutlicher Kontrast. Da werden Kinder vorgeführt, falsche Bauern verkuppelt, zerstörte Familienbilder ausgeschlachtet oder frei erfunden. Das ist nicht unser Ding. Wir werden nicht jeden Limbo unter der niedrigsten Niveau-Messlatte mittanzen. Diese Meisterschaft sollen die Kollegen und Konkurrenten unter sich ausmachen. Da sind wir nicht dabei, da tanzen wir nicht mit. Die Messlatte einfach immer tiefer zu legen, ist uns zu billig. Und auch ARD-Programmdirektor Volker Herres fand deutliche Worte. Für ihn seien die Nachmittagsprogramme von RTL nichts weiter als Sozialpornografie. Scripted Reality, wie Betrugsfälle, Schulermittler, Familien im Brennpunkt, mitten im Leben, Verdachtsfälle. Das hat mit Realität nichts zu tun, wird übrigens interessanterweise von RTL unter Informationsprogrammen kodiert und erfasst. Damit kommt RTL auf den sagenhaften Informationsanteil von 47%. Mit Scripted Reality muss man sich ja auch trauen. Man kann also auch sagen, RTL, das können Sie auch übersetzen mit Realität total lediert. Auf den Medientagen 2010 im Oktober verteidigte RTL-Chefin Anke Schäferkort hingegen diese Formate, mit denen ihr Sender aktuell Marktanteile von rund 30% erzielt. Wenn wir die Qualitätsdebatte führen, bin ich absolut bereit dazu, das zu tun, aber nicht auf Basis von 2 Minuten von Fernsehen, die wir machen, sondern dann bitte schön, ob der Vielfalt, die wir liefern mit unserem Programmangebot. Und dann lassen Sie mich ganz kurz. Jeden Nachmittag haben Sie diese Proletenshow. Das mögen Sie so nennen. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Straßenbahn gefahren sind in Deutschland. Das ist auch ein Stück unserer Lebenswirklichkeit, die sich da widerspiegelt. Ich bin vorige Woche mit der U-Bahn gefahren und da hat sich niemand so benommen wie diese Leute. Das kann ich nicht so sagen. Ich weiß ja nicht, ich glaube ja wirklich, dass ein Herr Bohlen, der ein Hauptquotenbringer ist, natürlich sind die Nachrichten mit Frieder Klöppel erfolgreich, wenn auch mit viel Boulevard- und Crime-Elementen, aber trotzdem ganz wesentlich zur Geschmacksverschlechterung und zur Primitivierung in Deutschland beiträgt. Das ist natürlich auch bei Gerichtsshows ist das so. Wenn Sie mich fragen, wann war ich zum letzten Mal im Gericht? Im Gericht geht es nicht so zu wie in diesen Gerichtsshows, aber ich glaube, dass viele Leute, wenn die viel Fernsehen sehen, denken, dass es im Gericht so zugeht. Und die Verantwortung der privaten Fernsehsender ist da für die Zukunft, für unsere jungen Leute viel größer, weil sie mit Stolz darauf verweisen, dass 30%, dass sie mit den privaten Sendern 30% Marktanteil haben bei den 14- bis 49-Jährigen, also bei der Zukunft, wogegen die Öffentlich-Rechtlichen da nur 5% haben. Und deswegen glaube ich schon, dass das gesellschaftsschädlich ist, was da stattfindet. Doch nach dem Unfall in der ZDF-Sendung Wetten, dass im Dezember sind auch die öffentlich-rechtlichen Sender zunehmend in die Kritik geraten. So habe der Quotendruck in den letzten Jahren einigen Medienkritikern zufolge zunehmend zu gefährlicheren Aktionen geführt. Am vergangenen Donnerstag machte ZDF-Talkerin Maybrit Illner das Thema zu einer öffentlichen, wenn auch nur wenig selbstkritischen Debatte. Und Ute Biernat, Geschäftsführerin von Grundy Light Entertainment, Produzent der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar, verteidigte dabei das Quotendenken der Programmmacher. Natürlich ist die Quote wichtig und die Quote ist für uns alle ein Maßstab. Mhm. Ein Maßstab, aber auch inhaltlicher Couleur, insofern, als dass ich an der Quote ganz gut ablesen kann, wer steigt wann wo aus, wer kommt von welchem Kanal zu welchem rüber. Mhm. Also die Quoten sind zum Teil unter allen Sendern vernetzt. Jedenfalls kriegt man das gespiegelt, egal für welchen Sender man arbeitet. Und wir arbeiten zum Beispiel für 11 deutsche Sender, also muss ich die alle im Blick behalten, damit mir keiner hops geht. Mhm. Ich glaube, die wichtigste Zutat für Unterhaltung ist Gefühl. Wir eiern immer so rum, was ist denn gute und was schlechte.
Meine größte Aufgabe ist, ein Programm herzustellen, was Leute gucken, was ins Herz trifft. Und ich habe mich dem komplett verschworen und ich liebe, was ich tue und ich mache das mit Leib und Seele. Mhm. Castingsendungen haben so den Ogu des Unerträglichen, des Unmöglichen. Das brauchen wir nicht. Und dann fängt es an, unangenehm zu werden. Und da wehre ich mich eigentlich dagegen. Neben der Rechtfertigung einerseits kam es aber auch zu kritischen Stimmen. So kritisiert der Entertainer Thomas Gottschalk die Art und Weise, wie bei RTL mit den Kandidaten in Castingshows umgegangen wird. Also wenn ich weiß, dass hier ein Mensch sich für eine Sendung bewirbt, die nichts für ihn ist, weil es darum geht, einen Superstar zu finden, dann sage ich, bleib zu Hause, das suchen wir nicht. Aber er wird erstmal eine Runde weitergeschleust und ich habe halt solche, ich bin ja selber Entertainer, ich habe ja Reflexe. Also wenn ich zum Beispiel sehe, der Dieter hat einen Jungen dastehen, der sich bei seiner ersten Äußerung schon, der macht dreimal so, so eine Justin Bieber Frisur, verstehst du? So. Wenn der aber dreimal so macht, erkennen die da schlagartig und machen aus den drei 15 Mal. Wiederholt das so, genau. Hintereinander. Dann merkt man schon, oh, der tut sich damit keinen Gefallen. Und ich weiß, wenn der nach Hause geht, dann ist der zwar in der Show lustig, aber alle in der Klasse machen dann so. Der arme Kerl hat keinen schönen Tag. Wenn es kein schöner Tag ist, ist das noch okay. Andere, meine ich, nehmen durchaus Frustrationen mit, die länger als einen Tag dauern. Und da wird es für mich ein Problem. Und ich glaube, das ist auch für alle Kandidaten, die da mitmachen, unheimlich schwer. Also gerade auch bei DSDS oder so. Ja. Das ist für mich so ein Thema, wo ich denke, viele Leute, die da hingehen, die wissen gar nicht, was da mit denen passiert. Und ich finde, es ist einfach eine ganz große Schande, dass wir uns daran ergötzen, wie sich zum Beispiel jemand in die Hose pinkelt. Ich meine, es gibt einfach das Grundgesetzbuch. Das erste Gesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber ganz im Ernst, ist das in Ordnung, jemanden zu zeigen, der sich in die Hose pinkelt? Der hat ein Leben lang damit zu kämpfen. Das ist unheimlich schön. Heftiger Vorwurf einer 23-Jährigen, da wird Menschenwürde missachtet. Ja, das ist moralisch immer großartig draufzuhauen. Da fühlt man sich gleich gut. Das geht allen Menschen so. Wir casten im Jahr etwa 200.000 Personen. Alte, junge. 200.000 pro Jahr. Für Quizshows. In Hochphasen sind es so viel. Im Schnitt sind es, wenn wir nicht so viele, wenn wir weniger Castingshows machen, sind es um die 100.000. Und die zeigen Sie dann auch alle? Wir sind fast. Ja. Gibt hier genug Abnehmer? Für mich ist das Material, was wir haben bei den Castingsendern, so umfangreich, wir müssen es schneiden, genauso wie der Dschungel schneiden muss. Mhm. Man muss es auf Sendungslänge bringen. Und dann guckt man so ähnlich, wie wenn man eine Fußballzusammenfassung sieht, da kriegt man auch nur die Tore und die Fouls. Mhm. Und alles, was dazwischen stattgefunden hat, wird auf ein Minimum zusammengekürzt, damit man von A nach B kommt. Für ganz viele Leute ist es eine Mutprobe, für manche ist es ein Ritterschlag, zu Dieter Bohlen zu gehen. Und ich muss den Mann dringend in Schutz nehmen, der macht da einen sehr, sehr guten Job. In der 8. Staffel weiß jetzt jeder, was ihn erwartet. Also wer das nicht möchte, der sollte da auch nicht hingehen. Und es gibt genügend Leute, die auch nicht zu uns kommen, zu diesen Castings kommen, ganz bewusst nicht, weil sie sich nicht trauen vor Dieter Bohlen. Was der Zuschauer jetzt irgendwie auch abgespeichert hat, war der Fall Menowin. Also in der letzten Staffel waren offensichtlich genug Knackis mit dabei, die dann auch gleich Polizei wieder vor dem Studio standen und sich den Kollegen gleich mitgenommen haben. Ist das Vorbild? Oder wollen Sie gar nicht Vorbild sein? Weil Nein, Sie sagen, aber er gehört dazu. Ich kann doch nicht sagen, dir geht's nicht gut, du darfst nicht mitmachen. Oder du bist zu dick, geht nicht. Also, wer bin ich denn? Man kann sagen, du kannst nicht singen, du brauchst gar nicht kommen. Ja, klar, aber dann... Ja. Also ich glaube aber, dass das Erfolgsrezept von Unterhaltungssendungen nicht nur das ist, Leute runterzumachen, ja, bei dem Privaten, sondern es gibt auch in diesen Formaten Dschungelcamp oder Deutschland sucht den Superstar, gibt es authentische Momente. Und immer wenn irgendwas authentisch ist, dann berührt es einen auch. Es berührt einen dann nicht mehr, wenn man das Gefühl hat, man merkt die Absicht zu stark, also um mit Goethe zu sprechen. Man spürt oder die Absicht wenn es zynische, genau. Wenn es wirklich zynische Berechnung ist. Insofern, ich glaube, den Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar in Deutschland, in anderen Ländern ist das anders, müsste man schon von vornherein sagen, eins ist mit dieser Sendung sicher, du wirst danach kein Superstar. Wenn irgendetwas sicher ist, ist, dass das danach nur bergab geht und die Presse daran lebhaften Anteil hat,
wie du baden gehst. Aber auch die Promis finden sich in derartigen Shows im Privatfernsehen wieder. Und das offenbar gerne. Schauspieler Mathieu Carrière, kürzlich selbst Teilnehmer im RTL-Dschungelcamp, stellte sogar die These in den Raum, das Dschungelcamp sei Bildungsfernsehen. Es ist, wie kann man 10 Millionen Leute erreichen mit solchen Themen wie was ist Mobbing, was ist Toleranz, was ist Kooperation, was ist Immigrantenhintergrund? Einem solchen Publikum diese Themen über 14 Tage lang unterzujubeln, ist eine Leistung. Naja, also ich bin ja schon ganz froh und dankbar, wenn es stellenweise gute oder erträgliche Unterhaltung ist, dass aus dem Dschungelcamp jetzt das Paradebeispiel für eine anständige Haltung gezogen wird. Das ist jetzt ein bisschen dicke, finde ich. Mhm. Doch mit Blick auf Quoten und Marktanteile setzen die Fernsehmacher, privat wie auch öffentlich-rechtlich, zumeist auf Altbewährtes. Was funktioniert, wird weiter produziert. Neue Formatideen gelten dabei oft als Risikofaktor. Also wir sind seit Beginn des deutschen Fernsehens gewohnt, im Ausland einzukaufen. Alles, was da funktioniert, transportieren wir hierher, dann funktioniert es hier auch. Und der Erfolg gab auch immer allen Formaten recht. Es gibt ganz wenig deutsche Formate, die kann man an einer Hand abzählen, die es über die Grenze schaffen in ein anderes Land. Das liegt aber auch damit daran, dass deutsche Sender ganz wenig der eigenen Kreativität vertrauen. Weil was soll ich selber Geld investieren und ausprobieren, wenn ich doch weiß, ich kriege das für einen Lizenzpreis, das Produkt, und muss nicht erst gucken, ob wir auch was Eigenes hinkriegen. Natürlich ist es relativ sicher zu sagen, das hat woanders funktioniert, machen wir auch. Ich habe in meiner Fernsehkarriere ja auch nichts Neues erfunden. Also das ist auch, finde ich, eine völlig andere Aufgabe, also der Kreativen. Es ist, weil auch da wieder diese verfluchte Quote natürlich am Anfang steht, wenn heute irgendetwas versucht wird und das rechnet sich nicht sofort, da sind nicht die genügenden Zahndaten, dann wird man es gleich wieder lassen. Ich finde sowieso, es ist schwierig, sich über diese Formate zu erheben und sich darüber unglaublich zu aufzuregen. Ich finde, mich würde viel mehr interessieren. Ich bin als überzeugter Anhänger des öffentlich-rechtlichen Fernsehens daran interessiert, dass diese Art von Fernsehen anders ist und eine Zukunft hat. Ja. Und frage mich, warum es seit Jahrzehnten nicht gelingt, neue erfolgreiche Formate zu machen. Man hat nicht mehr den Atem, irgendetwas wachsen lassen, irgendwas entstehen zu lassen. Und da meine ich, da sollten eben die Öffentlich-Rechtlichen, die den Atem eigentlich hätten, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, innerhalb kürzester Zeit gewisse Erfolge einzuspielen. Da muss man sagen, okay, lass uns das ein bisschen ausprobieren, lass uns da was wachsen. Aber die Ungeduld, weil wir eben auch Getriebene sind, das ist eben leider so. Natürlich weicht der Zuschauer mit seiner Fernbedienung dem aus, was ihn fordert, und wendet sich dem zu, was ihm wenig Stress macht. Und das meine ich eben, dass die Kinder oder dass die jungen Leute eben heute einfach unter solchen Reflexen schon sind. Das ist ja auch, glaube ich, der große Trugschluss der Privaten, die sagen, die Werbung, die uns finanziert, haben sie 10 Millionen Leute gesehen. Die Kids mit ihren Fernbedienungen, die sind doch innerhalb sofort weg, wenn da die Werbung läuft. Ich meine, mir tut's Kreuzweh, bis ich mich davor gebeugt habe, sage ich, guck ich mir das Zeug an. Aber die Kids, die wissen doch zack, zack, wie das geht. Und da auf ProSieben explodiert gerade was. Und bei RTL ist Werbung, da bin ich unterwegs. Oh, da ist gerade irgendeine, ruft mich an, 18, 18, 95, da gucke ich da ein bisschen. Also das ist ja so ein Slalomfahren. Eine Mediendebatte live im Fernsehen schafft Öffentlichkeit, aber wenig Veränderung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Programmangebote der Öffentlich-Rechtlichen und der privaten Anbieter in Zukunft entwickeln werden und ob sich auch niveauvolle Unterhaltung mit Quotenerfolgen in Einklang bringen lassen. Aber immerhin hat jeder Zuschauer die Wahl, per Fernbedienung selbst zu entscheiden, worauf er sich einlässt.